Hallo und herzlich willkommen zurück zum Pro Cycling Manager Giro d'Italia Folge Nummer 9, also Etappe Nummer 9 im Giro, ihr versteht schon. Ja, es geht von Giovinazzo, ist richtig, nach Vieste. 197,7 Kilometer, relativ welliges Profil, sollte aber am Ende des Tages trotzdem was für die Sprinter werden. Favoriten für die heutige Etappe sind natürlich Sam Bennett, der hat schon 3 Etappen gewonnen, warum nicht noch eine 4. folgen lassen? Giacomo Nizzolo, der italienische Meister, wartet immer auch auf seinen ersten Etappensieg beim Giro. Arnaud Demar, der französische Meister. Ilia Viviani, auch er wartet noch auf seinen ersten Sieg. Dann haben wir Fernando Gaviria, Davide Ballerini, Matthews, Trentin, Barbier und Tönnissen. Also die gleichen Namen wie auch schon die letzten Tage natürlich. Und mal die letzten Sprint-Tage zumindest. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich im Rennen. So, da wären wir also. Ein weiterer Tag steht uns bevor. Der Giro geht weiter. Und Sam Omen fährt im rosa Trikot des Gesamtführenden dieser Rundfahrt. Ja, wir sind auf der Mission Titelverteidigung. Wir wollen den Giro ein weiteres Mal gewinnen, wie schon im Vorjahr, damals mit Miguel Angel Lopez. Soll es also auch dieses Mal klappen, diesmal halt mit Sam Omen. Schauen wir mal, ob das möglich ist. Eigentlich wollte ich gerne auch wieder Adi Westertaler mit vorne reinbringen in die Spitzengruppe. Sieht jetzt aktuell nicht unbedingt danach aus, dass das klappt, weil er einfach wieder zu weit hinten startet. Es ist ja immer das Gleiche. Was hat Gogel vor? Offenbar nichts Besonderes. Aber Wiss hat scheinbar was vor. Und Garosio ebenfalls. Also es gibt weitere Attacken. Sehr gut. Und ja, wir müssen mal schauen, ob wir da mit Westertaler noch irgendwie mit reinkommen. Aber ich glaube fast nicht. 7 Fahrer sind aktuell vorne an der Spitze. Mit dabei Al-Ali Ibrahim, Samitier von Movistar, dann haben wir Vatra, der estnische Meister. Marcato ist dabei, Gatto, Scully und Benedetti. Schauen wir mal kurz auf die Zeitabstände. Und auch da ist wieder unser Mann der Beste. Nämlich Al-Ali Ibrahim, der hat gerade mal 13 Minuten Rückstand. Ist damit mit Abstand der Stärkste in der Gesamtwertung und der gefährlichste Mann auf Sam Omen. Insofern also alles gut. Jan Westertaler, der schafft es hier definitiv nicht mehr rein, wie es aussieht. Schade. Ja, damit also Westertaler erstmal weiterhin im Feld. Und jetzt hoffen wir, dass die Ausreißergruppe wegkommt. Kurzer Blick auf die Bergwertung. Heute gibt es ja ein paar Punkte zu holen. Victor Della Parte führt dort mit 36 Punkten, dann Richard Carapaz mit 35 dahinter und dann kommen Franchini. Josef Rigier hat mittlerweile richtig viele Punkte zusammengesammelt, 30 Stück. Von daher also, ja, sieht es ganz okay aus in der Bergwertung. Allerdings nicht perfekt, bei weitem nicht. Denn wir haben das Trikot mal getragen und das ist leider schon ein bisschen her. So, jetzt sieht es aber so aus, als könnte die Ausreißergruppe gleich eingeholt werden. Und Ilia Viviani greift hier an? Ah ne, es ist der andere Viviani. Okay, ich war schon sehr verwundert, was das Ganze soll. So, aber jetzt wirklich nochmal die Chance für Westertaler. Also, Attacke von Adolf Westertaler. Er versucht es jetzt noch einmal. Und dann schauen wir doch mal, ob er vielleicht diesmal wegkommt. Das Problem ist halt, dass er heute wieder eine sehr schlechte Tagesform hat. Das spricht nicht gerade für ihn. Ah, die Westertaler. Erstmal kommt er weg. Vorne Marcato und Scully. Die haben es also nochmal probiert aus der Ausreißergruppe raus. Dahinter Westertaler und dann erstmal das Feld. Da gibt es jetzt aktuell zumindest keine weiteren Bewegungen. Aber das kann sich natürlich sehr schnell ändern. So, Westertaler versucht jetzt den Anschluss zu schaffen an die beiden Ausreißer, an Marco Marcato und Tom Scully. Aber es wird schwer und wir kommen hier aktuell nicht so ganz ran. Dahinter versuchen es noch weitere Fahrer, Durbridge und Owen sind da mit dabei und auch Al-Ali Ibrahim ist da schön weit vorn positioniert. Also er wäre noch bereit für eine weitere Attacke, aber
Ja, Westerthaler sieht halt echt nicht gut aus gerade, ne? Ja, Abstand wird größer auf die beiden da vorne. Auf Mercato und auf Scully. Und jetzt kann man fast nur hoffen, dass hier die weiteren Ausreißer Westertaler nach vorne bringen. Weil aktuell ist der einfach nur platt. Also das sieht gar nicht gut aus. Jetzt Rolands und Biermanns mit dabei. Und das sind jetzt gerade meine Hoffnungsträger. Vielleicht können wir am Hinterrad von denen eine realistische Chance haben. Aber Junge, Junge, Adolf Westertaler ist ja komplett außer Form hier. Das sieht ja gar nicht gut aus. Der ist jetzt schon wieder komplett platt. Also Bergwertung brauchen wir mit dem heute echt nicht angehen wollen. Das wird schlicht und ergreifend nichts. Ja, und da wir das wissen, versuchen wir es mit jemand anderem. Ali Ibrahim probiert es nochmal. Hat gleich zwei Fahrer am Hinterrad. Aber es funktioniert so auch nicht, denn das Feld lässt ihn nicht weg. Adi Westertaler, der lässt sich jetzt vom Feld wieder einholen. Es hat heute leider nicht sein sollen. Und damit haben wir jetzt folgende Situation. Ganz vorne Marco Mercato und Tom Scully. Dahinter Rölands und Biermanns. Und dann mit über einer Minute Abstand das Hauptfeld. Also es sieht sogar relativ gut aus für die Ausreißer. Wir schicken mal zwei Fahrer mit in die Tempokontrolle. Weißt du was, wir machen drei draus. Kemna kann da auch noch mit rein. Also, dann müssen wir halt das Rennen leider wieder ein bisschen kontrollieren und es auf den Sprint ankommen lassen. Anders wird es hier und heute nicht gehen, wie es aussieht. Schade eigentlich. Aber hey, ist halt so. Et it wird it. So, Rigigi, vielleicht heute jemand, der das Rennen zu seinen Gunsten entscheiden kann. Wir schauen noch mal ganz kurz vorne, wie es in Sachen Gesamtwertung jetzt aussieht. Bestplatzierter jetzt Jürgen Rolands aus der Movistar-Mannschaft. 39 Minuten und 52 Sekunden sein Rückstand in der Gesamtwertung, damit also mehr als genug. Sollte damit keine Gefahr darstellen. Und wir schauen noch mal auf die anderen Wertungen, während die Etappe voranschreitet. In der Gesamtwertung also Sam Omen auf Rang 1, 1 Minute 14 vor Mollema, 1,17 vor Bardet, 1,21 vor Kruijswijk und 1,55 vor Carapaz. Also ein ganz ordentlicher Abstand. In der Punktewertung Sam Bennett vorne mit glatten 100 Punkten, dann Regigi und Nizzolo mit 78. De la Parte haben wir uns schon angeschaut in der Bergwertung vorne. Da wird sich heute wahrscheinlich nicht viel verändern. Nachwuchswertung für Sam Omen mit über 5 Minuten Vorsprung. Und Sunweb hat über 4 Minuten Vorsprung auf Ineos und ist damit die beste Mannschaft in der Teamwertung. Ja, Sprintwertung gibt es gleich. Da gibt es nochmal 2 Punkte für den jeweils Fünften, der es hier schafft. Wer auch immer das sein wird. Wir können ja mal schauen, ob wir da mit Regigi reinhalten können, reinhalten wollen. Wir sehen schon, dass die anderen Sprinter sich hier positionieren. Bennett, Demar, Nizzolo, alle sind so da. Und natürlich auch die etwas. Ja, die Sprinter, wo ich es nicht verstehe, zum Beispiel Cimolai, bis jetzt noch keinen Punkt geholt in der Sprintwertung, aber Hauptsache jetzt hier einen auf dick machen und wahrscheinlich gleich mitsprinten um die Punkte. Ich glaube, wir lassen die Sprintwertung diesmal Sprintwertung sein. Ich gehe da gar nicht großartig mit rein, sondern wie gesagt, wir lassen es einfach mal passieren. Oh nein, jetzt mache ich was, was uns alles schwer treffen wird. Ich weiß ja nicht, wie es sein wird, wenn die Folge rauskommt, aber 1,53 für einen Liter Diesel. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme tut das weh. Weil es ungefähr fast ein Euro teurer ist. Aber gut, das wollte ich mal ganz kurz festhalten. So. Okay. Also vorne gibt es die Punkte jetzt gleich. Um die Sprintwertung hat hier schon einer Punkte aus der Gruppe. Tatsächlich nicht. Also Rolands holt sich die Sprintwertung vor Biermann, Scully und Mercato. Und dann gibt es hier hinten den Kampf. Der Sprinter um die letzten Punkte und die holt sich Nizzolo. Ja, damit hat er jetzt 80 Zähler. Leichter Vorsprung vor Youssef Rigigi. Jetzt für Giacomo Nizzolo.
So, und wir starten mal wieder eine kleine Offensive. Fahren hier mal wieder mit unseren Jungs nach vorne. Und werden gleich mal dafür sorgen, dass das Tempo an diesem Kategorie 2 Anstieg nicht zu langweilig wird für das Hauptfeld. So, zweiter Kategorie, das heißt, es gibt wie viele Punkte? Also, es gibt 14 für den ersten, für den zweiten 9, dann 6, 4, 2 und 1 Punkt. Das heißt, theoretisch könnte Adi Westerthaler hier noch 2 Punkte holen. Theoretisch. Muss halt erstmal schaffen, ist klar. Aber es ist im Bereich des Möglichen. Wobei ich halt sagen muss, angesichts der Form, die Adi Westerthaler momentan hat, sehe ich eigentlich nicht, wie er diese Bergwertung gewinnen soll. Also vielleicht ändert sich das natürlich auch noch im Laufe des Giros, kann natürlich sein. Da will ich ihm ja gar nichts unterstellen oder so, das kann ja alles passieren. Aber Stand jetzt, wie man so schön sagt, weiß ich nicht, wo er da die Beine hernehmen soll, um diese Bergwertung zu gewinnen. Da sehe ich momentan sogar mehr Chancen für Regigi, um ehrlich zu sein. So, speaking of which, wir müssen jetzt natürlich auch ein bisschen auf Youssef Regigi schauen, dass der hier mit rüberkommt. Das sind doch 99,6 Kilometer. Ich weiß, das ist wieder eine verdammt frühe Tempoverschärfung, die wir hier machen. In der Hoffnung, dass es vielleicht den Sprinter ein bisschen zusetzt. Klar, es gibt gleich nochmal weitere Hügel, da werden wir auch versuchen, drüber zu drücken. Also das Ziel ist schon hier, ordentlich das Rennen schwer zu machen, dass wir im Finale vielleicht mehr Chancen haben mit Youssef Regigi. Westerthaler ist halt gleich schon wieder platt, ne? Adi Westerthaler hat schon wieder Probleme so langsam. Da geht nicht mehr viel. Und da ist Biermanns, der wird jetzt eingeholt, alles klar. Aber, und jetzt versucht hier Fabro noch anzugreifen. Das ist ja wild. Ja, das Ding ist, ich brauche ihn mit Westerthaler nicht versuchen anzugreifen. Es wird nicht funktionieren. Das ist noch 1,1 Kilometer. Wir können es ja mal probieren mitzugehen. Hallo? Bitte nicht mich ignorieren. Das wäre sehr lieb. Ja, aus irgendwelchen Gründen geht es wieder mal nicht. Wahrscheinlich, weil jetzt die Power komplett leer ist, ne? Das wird der Grund sein. So, 0,2. Hat er noch Punkte bekommen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ein Punkt hat er noch bekommen, Adi Westerthaler. Okay, immerhin. Das ist ja schon mal etwas. So, wir schauen mal kurz nach hinten. Omen und Co. sind alle noch da. Also, das passt. Westerthaler soll jetzt schon mal sein Gel nehmen. Es gibt jetzt gleich nochmal ordentliche Anstiege hier. So. Und dann schauen wir doch gleich mal, was passiert bei dieser Kategorie 4 Bergwertung. Ob wir da nochmal vielleicht irgendwie zu einer Selektion herbeiführen können oder ob wir das irgendwie schaffen können, dass vielleicht Split ins Feld kommt. Vielleicht haben wir dann eine Mannschaft vorne, eine hinten. Jay Hindley mit einem Defekt, aber er bleibt im Feld. Gut für ihn. Zehnter in der Gesamtwertung. Das wäre schon bitter, wenn er da zurückfallen würde. Vor allen Dingen aufgrund eines Defekts und vor allen Dingen aufgrund einer Tempoverschärfung von uns. Utschgarthi. No, der muss jetzt erstmal wieder reinfahren. Aber ganz ehrlich, es tut mir leid, ne? Ihr wisst, ich bin jemand, der Fairplay immer groß schreibt. Wir haben schon oft gewartet auf Konkurrenten, die irgendwie gestürzt sind. Sowas machen wir. Aber jetzt gerade ist halt einfach ein blöder Zeitpunkt. Wir versuchen gerade, das Rennen schwer zu machen. Und da können wir es uns natürlich nicht leisten, jetzt komplett rauszunehmen, um auf irgendwelche Gegner zu warten. Tut mir leid. So, gleich gibt es nochmal eine Bergwertung der vierten Kategorie. Da drücken wir jetzt einfach mal drüber mit unserer Mannschaft. Und ich bin gespannt, ob es vielleicht was bringt. Wir können ja ruhig nochmal ein bisschen mehr Tempo machen. Machen wir mal hier 82er Einsatz für unser Team. Aber ich habe das Gefühl, der gewünschte Effekt, der tritt einfach nicht ein. Das ist den Sprintern, glaube ich, relativ egal. Die fahren hier einfach mit. Die fahren hier einfach mit.
Und Lücken entstehen im Feld auch keine. Wir haben noch den Anstieg der vierten Kategorie. Da werden wir noch drüber ballern. Mal schauen, ob es das bringt. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann haben wir es immerhin probiert. Dann ist es halt so. Es ist ja noch ein bisschen wellig, auch in Richtung Ziel. So ist es ja nicht. Also es ist nicht unmöglich, dass wir dann vielleicht trotzdem noch ja, eine Top-Platzierung hier holen können mit Rigi. Luke Durbridge muss das Rennen aufgeben. Offenbar schwerer Sturz gewesen. Jetzt sind hier zwei gestürzt, Anton und Ibrahim. Das ist doof. So, bitte weiterfahren. Beide können so weiterfahren. Sehr gut. Das ist ja schon mal die positive Botschaft Nummer 1. So, und gleich gibt es hier vorne wieder die Kämpfe um die Bergwertung. Jetzt beginnt das Ganze auch schon. Westertaler versucht da mal mitzugehen. Ja, ich weiß nicht, ob er noch Punkte bekommen hat. Keine Ahnung. So, dann schauen wir mal, dass Anton und Dingens wieder reinkommen. Wer ist hier hinten noch mit dabei? Gibbons, Cimolai, Consonni, naja. Flores ist zurückgefallen, eieiei. Aber hier sind keine wichtigen Fahrer dabei. Also wirklich gelohnt hat sich das Ganze nicht bisher, muss man sagen. Es sind jetzt noch 50 Kilometer. Jetzt haben wir allerdings eine Lücke. Jetzt haben wir eine Lücke. Und eventuell, Bennett, Nizzolo sind dabei. Ja gut, dann ist eigentlich Demar ist auch mit dabei, von daher ist egal. Schade. Hätte ja sein können, dass da jetzt eine Lücke passiert, die hier das ganze Rennen umschwenken lässt, sozusagen. So, Igor Anton und Ibrahim, die brauchen jetzt hier kein Tempo machen. Was ist die Strategie? Ja, machen wir mal so alle. Alle für Omen natürlich, aber heute auch alle für Regigi so ein bisschen. Denn das ist ja durchaus eine Etappe, die ihm stehen könnte. Also Ibrahim und Anton, die sollen da hinten in der Gruppe bleiben. Müssen jetzt nicht unbedingt darum kämpfen, hier wieder ranzukommen. Wobei ein bisschen Tempo dürfen sie ruhig machen. Ne? Ein bisschen Tempo dürfen sie ruhig machen. Vielleicht geht da ja was. Also wenn sie einigermaßen unbeschadet wieder reinkommen, dann wäre es schon okay. Schauen wir mal, ob sie es schaffen. So, Biedermann versucht jetzt hier hinten Getränke zu holen. Und wir simulieren das Ganze mal ein bisschen voran. Ich beobachte mal unten den Abstand. Ibrahim wäre natürlich geil für den Schlusssprint. Und offenbar haben es die beiden wieder reingeschafft. Da sind sie. Sehr gut. Welcome back, Al-Ali Ibrahim und Igor Anton. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wie gesagt, Ibrahim, das könnte jemand sein, den wir noch für einen Schlusssprint brauchen. Anton kann hier mal Tempo machen. Und es gibt Attacken. Serge Pauwels probiert's. Interessant. Drei Fahrer hier von CCC. Haben die jetzt gerade alle drei angegriffen? Das wäre ja sehr weird. Aber mein. Gerne auch mal eine andere Taktik. Ich sag da nichts dagegen. Schon okay. 20-Kilometer-Marke ist erreicht. Vorne jetzt Dan Exdiba. Der macht jetzt Tempo für Sam Bennett, wie es ausschaut. Sehr interessante Rennsituation hier gerade. Und da geht jetzt eine Lücke auf. Da geht eine Lücke auf, Leute. Da geht eine Lücke auf. Dann let's go. Direkt Tempo machen, Leute. Direkt Tempo. Ihr seid doch so Pisser, ey. Entschuldigung, da ich das so sage. Entschuldigung, da ich was sage, was wahr ist. Schade. Ach, ich hatte jetzt echt gehofft, dass diese Lücke vielleicht wirklich mal was bringt. So, das war bei diesem Hügel. Das heißt, wir versuchen, wenn wir wieder bei dem Hügel sind, das Ganze nochmal, würde ich vorschlagen. Tempo ist jetzt relativ hoch und wieder geht eine Lücke auf. Zumindest kurzzeitig. Also, es könnte heute noch eine interessante Etappe werden. Und wir müssen auf jeden Fall wachsam bleiben, denn hier könnte jederzeit was passieren, wie es scheint.
Lücken gehen hier immer wieder mal auf. Jetzt hatte die Anodemar ein Problem oder so. Ich weiß es nicht. Und jetzt geht die nächste Lücke auf. Markirschi hat Probleme. Beziehungsweise Markirschi versucht jetzt die Lücke wieder zuzufahren. Das ist alles sehr interessant. Man erschafft es natürlich. Klar, es ist Markirschi. Nichtsdestotrotz, sehr interessante Rennkonstellation. Und es geht jetzt gleich nochmal diesen Anstieg hinauf. 22 Kilometer noch bis ins Ziel. Die 10-Kilometer-Marke ist dementsprechend falsch. Und wir sind gleich wieder drin im Anstieg. Seneschal und Sobrero fallen jetzt ein bisschen zurück. Die haben viel Arbeit geleistet für ihr Team. Das war gerade dieser kurze Stich hier, der so für Verwirbelung sorgt. Jetzt hat Samitier eine Lücke aufreißen lassen. Die könnte gefährlich werden. Sehr, sehr interessante Rennkonstellation hier. Einmal kommt dieser Hügel noch. Das ist keine Nebeninformation. Das könnte eine ganz, ganz, ganz essentielle Information sein gegen Ende des Rennens, dass wir diesen Hügel noch einmal befahren werden. Denn ich glaube, es ist mal wieder Zeit für einen guten alten Austria-Cars-Bergsprintzug. Also hier ist einiges möglich. Für Westertaler hingegen nicht mehr. Der ist jetzt platt so langsam. Das ist nicht so weit vom letzten Anstieg bis ins Ziel. Also das könnte klappen mit einem ordentlichen Sprintzug. Ja, Adi Westertaler, der hat seinen Job gemacht. Vielen Dank dafür. Kann jetzt hier mit deutlich verringerte Leistung das Rennen zu Ende fahren. So, und wir sind jetzt gleich drin. Das heißt, wir machen schon mal Folgendes. Ich weiß nicht, ob Sam Ohm ein guter Sprintanfahrer ist, aber ja, wir lassen das mal unhinterfragt. Machen mal hier die Reihe komplett. So, und dann schauen wir doch mal, ob wir hier mit Ibrahim nicht nach vorne kommen können. Sieht gut aus. Sehr gut. Jetzt stimmt auch die 10-Kilometer-Marke. Rigigi? Entschuldigung. Was war das? Weiß es nicht. Jetzt stimmt auch die 10-Kilometer-Marke und jetzt ist auch gleich dieser Anstieg erreicht. Das heißt, Anton und Kemner haben ihren Job auch erledigt. Können jetzt auch ganz, ganz, ganz entspannt und gediegen das Rennen zu Ende fahren. Und jetzt geht's hinein ins Finale der heutigen Etappe. Sind wir jetzt schon über den Hügel drüber? Offenbar sind wir das schon. Der war ja fast nicht existent gefühlt. Und hier könnten noch Sachen passieren. Hier können noch Lücken aufgehen. Also das Ding hier ist noch nicht beendet. Nizzolo ist noch dabei. Bennett ist noch dabei. Anodemar sehe ich jetzt ein bisschen weiter hinten. Der hat hier offenbar seine Probleme, diesem Tempo zu folgen. Al-Ali Ibrahim jetzt vorne. Ich fürchte, wir müssen heute mal Torrejon nutzen als Sprintanfahrer. Es hilft ja alles nichts. Und ich lasse mal Omen ein bisschen weiter nach hinten fahren. Das sind jetzt nur noch 3,8 Kilometer. Wollte gerade 4 sagen, aber es stimmt schon gar nicht mehr. Jetzt Alaphilippe da rechts. Eieiei. Okay, Torrejon muss dann doch einstecken. Es tut mir leid. Okay, wir müssen Omen nutzen. Es tut mir ja so leid, ne? Er ist im rosa Trikot, ich weiß. Er ist im rosa Trikot. Und wir müssen ihn hier mal kurz verwenden als Sprintanfahrer. 2,6 Kilometer noch bis ins Ziel. Jetzt Alaphilippe hier mit einer ordentlichen Tempoverschärfung. Mein lieber Herr Gesangsverein. 1,7 Kilometer. Wie geht's jetzt ins Ziel? Es gibt dann noch eine kleine Steigung. Alaphilippe hat einen kleinen Vorsprung. Julien Alaphilippe ist da vorne. Okay, und wir starten den Sprint. Omen startet den Sprint. Alle starten den Sprint, die noch dabei sind. Biedermann auch noch halbwegs dabei. Krass. Und dann schauen wir mal. Rigigi jetzt gegen Nizzolo und Bennett. Trentin mit vorne. Rigigi sieht gut aus. Wir hätten schon wieder früher sprinten können, obwohl es hier noch bergauf geht am Ende. Ein bisschen. Ah, Mann, ey. Ärgerlich, ärgerlich.
Mann, das nervt. Wir hätten wieder früher sprinten können. Unglaublich. Ja, Nizzolo holt also seinen ersten Sieg bei diesem Giro. So. Verbindung wurde wieder getrennt. Hier sehen wir Julian Alaphilippe. Der hat es mit einem Puncheur-Angriff versucht. Und das hat hingegen allerdings nicht geklappt. Ja, und jetzt sehen wir den Sprint nochmal von vorne. Schauen uns das Ganze nochmal an. Also natürlich hier Nizzolo im Trikot des italienischen Meisters. Sehr, sehr schnell. Rigigi hatte noch Kraft über. Also da hätte noch was Besseres rausspringen können. Ich habe diesen Anstieg am Ende einfach zu sehr überschätzt und wollte nicht zu früh rausgehen. Hätte diesmal wahrscheinlich geholfen, die Zielkamera zu benutzen. Das sollte ich wirklich öfter tun. Hier sehen wir noch Sam Omen. Da versucht er noch, den Sprint anzufahren für Rigigi, der dann vom Hinterrad weggeht. Ja, und hier holt halt Nizzolo die Meter auf, die dann am Ende fehlen. Ne? Muss man ganz ehrlich so sagen. Wenn wir da gleich Sprinten gedrückt hätten, dann wäre es vielleicht Platz 2 geworden oder so. Ich weiß es nicht. Aber gut. Damit also Glückwunsch an Giacomo Nizzolo. Er gewinnt also die Etappe Nummer 9, das Giro d'Italia, vor Sam Bennett und Matteo Trentin. Rigigi mal wieder Vierter mit einer starken Leistung natürlich, aber was bringt's? Carapaz, Viviani, Amador, Squeens, Omen und Nils Pollitt. Das sind die Top 10 des heutigen Tages. In der Gesamtwertung bleibt damit Sam Omen vorne, vor Bauke Mollema und Romain Bardet. Hier tut sich, soweit ich das jetzt auf den ersten Blick sehe, überhaupt nichts. Ich genieße aber, oder wir genießen aber nochmal Sam Omen im rosa Trikot des Gesamtführenden. Insofern klicke ich das mal nicht weg. Jeder Tag in rosa ist natürlich ein Geschenk. Della Parte bleibt Führender in der Bergwertung. Da gab es für ihn ja heute recht wenig zu tun. 36 Punkte hat er, Carapaz 35, 32 hat Franchini. Und dann kommen Kreuzweig und Rigigi mit jeweils 30 Punkten. Westertaler hat 25, aber der macht momentan nicht den Eindruck, als könnte er diese Wertung noch gewinnen. Ja, Sam Bennett baut seinen Vorsprung in der Punktewertung aus. Er hat jetzt 120 Zähler. Nizzolo hat 105 und Rigigi hat 92. Also da ist jetzt natürlich Nizzolo durch den Etappensieg ein bisschen weggesprungen. Mal schauen, dass wir da wieder näher rankommen in diesem Wettbewerb. Sam Omen nach wie vor Führender in der Nachwuchswertung vor Jay Hindley und Mark Hirschi. Und in der Teamwertung führt nach wie vor das Team Sunweb oder auch Sunweb genannt von Jean-Claude Leclerc. So. Ja, Glückwunsch an Nizzolo. Ich ärgere mich natürlich ein bisschen über das Resultat. Da war mehr drin. Also mal mindestens Platz 3 war drin. Vielleicht sogar Platz 2. Man weiß es nicht. Aber gut. Trotzdem, Rigigi fährt hier verlässlich beim Giro. Top-Platzierung ein. Das muss man ihm einfach lassen. Natürlich ist nach wie vor der Etappensieg das Ziel. Und momentan sehe ich nicht, wie wir den mit Rigigi schaffen sollen. Aber hey, wir geben nicht auf, das ist ja wohl klar. So, ganz kurz, ich möchte noch die E-Mails lesen, bevor wir auf das nächste Rennen eingehen. Wir haben 750 Euro gewonnen, das ist schön. Natnail Tesfacion von NTT Continental gewinnt Paris-Roubaix, die Nachwuchswertung, also die Nachwuchsepisode von Paris-Roubaix. Großes Talent aus Eritrea, habe ich mir auch schon das ein oder andere Mal angeguckt. Ich fürchte nur, er ist einfach nicht gut genug für unser Team, was sehr schade ist. Denn an sich ist er ein geiles Talent, würde ich gerne verpflichten, sage ich euch ehrlich. 20 Jahre jung, guter Sprinter, gut am Hügel, das ist genau mein Fahrerprofil, wie ihr wisst. Von daher durchaus ein interessantes Talent, allerdings, wie gesagt, einfach zu schwach. In der nächsten Folge, ja, ich meine es ernst, in der nächsten Folge sehen wir uns dieses Rennen an. Mercantour Classic Alp Maritim. 200 Kilometer, ein brutal bergiges Rennen, man sieht es, glaube ich, und wir werden es uns anschauen aus dem einfachen Grund, dass ich glücklich darüber bin, dass es mal wieder ein Eintagesrennen in den Bergen gibt. Sowas gibt es irgendwie gar nicht mehr häufig. Insofern freue ich mich darauf, auch wenn es nicht der Giro ist. Es ist aber sowieso Giro-Ruhetag. Insofern kann man es auch so begründen, dass wir, ne, hier, das war die Etappe, die wir heute... Warte mal. Okay, also das war die Etappe, die wir jetzt gefahren sind, ne, mit dem Hügel. Und jetzt ist Ruhetag und dann kommt eben diese Mercantour. Das heißt, wir können den Ruhetag sinnvoll nutzen. Dann geht es weiter mit dem Giro, ganz normal.
Und ich denke mal, in Giro werden wir dann auch unterbrechungsfrei bis zum Ende schauen. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, weil ich mit der Estland-Rundfahrt mache. Das mache ich dann einfach mal nach Lust und Laune, ob wir die fahren oder nicht. Und Dauphiné-Rundfahrt, klar, das wird dann wohl nochmal die letzte Giro-Etappe unterbrechen, weil wir wissen ja, dass das Spiel ein bisschen komisch programmiert wurde. Mayenne, hier diese Boucle de la Mayenne und ZLM-Tour, die werden wir jetzt definitiv simulieren. Da habe ich keine Pläne, die zu fahren. Das nur schon mal als Info für euch. Aber jetzt also in der nächsten Folge erstmal ein bergiges Eintagesrennen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und tschüss, sagt euer Frittenfriseur.